Alter, was ist das für ein scheiß Polo-Plakat? Was willst du sagen? Sie suchen auch Mädchen. Alter, Mai. Sie sind kein Dschungelschaffer. Sie sind so abgeschleckt, würde ich sagen. Aber weißt du was? Wir melden uns an und dann spielen wir im Fußballteam. Da, bei der Fußballmannschaft. Spielst du? Ja, doch, aber das wäre so lustig. Sicher nicht. Wir spielen mit den ganzen Burschen. Ja, und die ist doch... Komm bitte, tu es für mich. Wir machen immer das, was du willst. Na gut, aber nur weil ja! du bist. So ein Trauergespiel hier, das gibt's ja nicht. Was macht ihr? Tempo! Tempo! Gas geben! Komm, Luki, komm, Luki! Luki! Nicht weg! Du bist Kapitän, Hirst! Nicht einschlafen, nicht einschlafen! Aufsteh, aufsteh! Es ist ein Männerspur! Hast du für die Bier? Ja, Bier, super, gehen wir! Im Tor ist ja, komm, Mike, ja! Geht schon! Gehen wir jetzt, gehen wir, gehen wir, gehen wir, gehen wir! Luki, komm! Pass, pass, pass! Ja. Schuss, Schuss! Nein, das gibt's nicht! Okay, Burschen. Wie ihr wisst, hat sich der Stupse, Schane, der Schane das Bandel gerissen. Der Ali hat Muskelprobleme, kommt vor Weihnachten sicher nicht zurück. Das heißt, wir haben da schon Ausfälle und der Kader war ja eher mager. Das heißt, kurz gesagt, neue Spieler braucht das Team. Das heißt, für euch heißt es zusammenreißen, konzentrieren und integrieren. Das mitkriegt? Danke! Bitte! Na, habt ihr vielleicht eine Stunde geirrt? Eben, das ist die Fußballmannschaft und nicht die Jugendstunde. Na, hört zu, Burschen, das ist. Die sind nicht zum Wäschewaschen nach dem Matchstar, sondern das sind die neuen Spieler! Willkommen! Applaus bitte! Hört einmal zu. Wir machen jetzt ein Training. Also, die Burschen und ich, wir machen eine Hüsche. Und Peppi, was machen die Mädels mit dir? Die Mädels, die gehen mit mir stretchen. Also kommt's, Mädels. Tempo, gell? Oh, Mädels, gehen wir rechts stretchen. Stretchen, genau. Atmen nicht vergessen. Trainer, wir stretchen seit einer Dreiviertelstunde und die Burschen dürfen den Ball spielen. Wir wollen auch gute Fußballerinnen werden. Herr Tommy, komm her mal. Was gibt's, Peppa? Die wollen alle gute Fußballer werden. Fußballerinnen. Fußballerinnen? Ja, innen, was denn? Du musst immer alles gendern heutzutage, so dass man klar sexy ist. Der Wahnsinn. Innen. Na gut, meine Damen, wenn das so ist, der Beginn ist eine gescheite Kondition. Ab zum Konditionstraining. Unten laufen. Na schaut nicht so, gehen wir! Gehen wir, gehen wir! Innen, innen, gehen wir! Wahnsinn, ja. Okay, gehen wir, Mädels! Gehen wir, gut, gut! Renn innen, lauf innen, alles so wie heute! Und umdrehen, und ein bisschen schneller, gehen wir, gehen wir! Aufpassen, dass der BH nicht verrutscht! Ja, da wird was auch sein! Und umdrehen, gehen wir, Action! Passt, das schaut gut aus! Gehen wir, gut, gut! Ein bisschen mehr Freude! Voll die Kotzbrocken. Ja. Ja, außerdem ist ja Mike. Was bildet er sich ein? Weil er Kapitän ist. Ja, scheiß Kapitän. Hoffentlich hört das auf so. Ja, wir sind jetzt zu dritt. Wir können jetzt ein bisschen zeigen, wer hier der Mann im Haus ist. Ja. Findest du das eigentlich cool, was die mit den Neuen machen? Voll idiotisch, diese ständigen sexistischen Witze. Ja, eh. Gar nicht cool. Okay. Mike, warte einen. Oh, warte einen Moment. Alles klar bei dir? Eigentlich schon. Sehr gut. Wir wollten was besprechen. Es geht um die Neuen. Die Mädchen. Wir wissen, du bist wahrscheinlich auch nicht sehr glücklich über die Situation. Über Fußballerinnen und so, gell, wissen wir eh. Aber
Der Pepperl und ich, wir haben die Lösung. Wir haben uns ein bisschen unterhalten gestern beim Bier und haben irgendwie gedacht, beim Match heute können wir ein bisschen zeigen, wo es steht, was so innen und was die, wir Fußballer. Ja. Ne? So. Du machst einfach genau das, was wir sagen. Siehst du? Ja, ich schon. Es geht, oder? Ah, einfach, herrlich, super. Training. Ja, gehen wir. Jetzt machen wir ein Trainingsmatch und wollen einmal sehen, wie ihr so drauf seid. Pepperl? Ja, Burschen gegen Mädels, zeigt was okay. Könnt. So unfair, wir sind nur zu dritt. Was? Jetzt setzt auf zum Sudern, hey, los geht's. Gehen wir. Na los, hab ab. Arschloch Mike, den Trainern und dem Faulwein. Ich wurde gefault. Wenn schon, hab ich das Recht zu weinen. Aber ich tu's nicht. Weißt du, was ich jetzt mache? Machst du? Ich schreib dem Arschloch mal schauen, ob er sich traut, hierher zu kommen und mit uns zu reden. Darauf, dass ich jetzt Schmerzen an meinem Fuß habe. Hm? Mein Lebensmädchen runterzumachen und seinen kleinen Penis zu kompensieren. Weißt du, dein Niveau wird auch nicht besser, wenn du andere runter machst. Das wird. Du bist am Ende, du bist grenzwertig, du bist abstoßend, ganz ehrlich. Ein bisschen tut mir sogar leid, weißt du? Weil du hast nichts in deinem Leben, außer Fußball, wo du nicht mal gut bist, du bist mittelmäßig. Aber du bist Kapitän, deswegen glaubst du, dass du der Shit bist. Aber bist du nicht. Leute, hört mal zu. Der Mike und ich haben uns beredet und wir müssen was gegen die Trainer unternehmen. Die ganzen Scheißaktionen, die gemacht haben, wir müssen dagegen stehen, weil sonst machen die das weiter und es passiert einfach nichts. Dann erkläre ich euch mal meinen Plan. Okay, habt ihr verstanden? Ja. So, Trainingsbeginn. Da sind ja unsere Damen.
unsere neue Damenmannschaft mit lauter Spielerinnen.